und da sind wir auch wieder. Weiter geht's mit der zweiten Folge. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ist ja kein Fernseher. Läuft gut. Also immer noch 5 Kinder. Das wird eine Weile dauern, bis die erwachsen sind. Aber dann hätten wir 5 neue Biber, mit denen wir arbeiten können. Holz 64. Wir haben etwas gesammelt. Von daher würde ich noch ein Haus bauen. Das Ganze noch etwas zu beschleunigen. Wir bauen das hier. So, noch ein Häuslein. Und wie wir sehen, alles ist abgeholzt. Jetzt wird es halt Zeit, dass wir so langsam den Forester freischalten. Und der soll sich bitte hier ansiedeln. Dann geht's los. Zuerst Birke. Schnell an Holz zu kommen. Den Rest füllen wir hier mit Pein auf. Ja. Dann Maple kommt hier hin. Und Chestnuts platzieren wir hier. So, sehr schön. Das sieht doch gut aus. So kann man das lassen. Jawohl. Hier hätte ich dann gerne später noch einen Damm. Falls das Wasser hier zu schnell abgepumpt wird, etc. pp. Ihr wisst schon, ne? Auf Dauer. Also hier noch einen Damm. Kommt mal da dran. Ja, müsste noch reichen. Das wird aber Prio niedrig. Oh, hier wird schon Holzchen geliefert. Nee, nee. Lass das lieber. Okay. Lieber Planken. Ich brauche jemanden. Freiwilligen. 1, 2, 1. Lumberjack. Also pausiert. Okay. Hier arbeitet auch einer. Jawohl. Power to operate. Dann kann unser neuer Pumper Nickel. Ja, so nennt man die Leute im Fitnessstudio Pumpernickel. Don't you know, pump it up. Und hier werden Planken hergestellt. Sehr schön. Die brauchen wir nämlich gleich für den V-Star. Der ist jetzt super wichtig. Das Wichtigste. Danach können wir diesen Lockpile hier fertigstellen lassen. So, ist das auch erledigt. Bären würde ich sagen, schalte ich jetzt mal aus. Wir haben genug. Zudem kommen genug Karotten und Grillkartoffeln rein. Und wir können hier schon mal vorplanen. Wir pflanzen Weed. Dazu reißen wir die paar Büsche hier ab. Ich würde auch noch einplanen die Beehives, also Bienenstöcke. 1, 2, 3. 2, 3. Also hier ist genau die Mitte. Schön. 1, 2, 3. Hier kommt ein Bienenstock hin und verdammt, hier ist es nicht so. Ach. Das stört mich jetzt. Okay. Tut mir leid. Das, das geht einfach nicht. Das geht nicht. Mir ist es die ganze Zeit nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo ich es weiß, District Center muss auch später irgendwann mal versetzt werden. Das kommt alles noch. Ne? Das kommt alles noch. Okay. Machen wir das so. Denn, na, 1, 2, 3, 4, hier hin, na. Hier kommt auch noch ein Bienenstock hin später. Wobei, hier ist ja trocken. Eigentlich müsste ich es hier platzieren. Stirmel. So, hier nicht abreißen, bitte dann. Dann hier Getreide. Und hier immer noch Karotten. So, so macht ihr das bitte. Und hier noch eine Schneise. So. Habe ich jetzt doch verkackt? Natürlich. Natürlich haben wir das. Hier, weg damit. Okay, kann man ja trotzdem schon mal planen. Wird zwar dauern. Nahrung. Beehive kostet 400 Forschungspunkte, außerdem Papier. Da sind wir noch nicht. Okay, was würden wir dann noch anpflanzen? Später wollen wir auch Cattail haben und Spatterdog. Das müssen wir aber auch erst freischalten. Dazu brauchen wir das Aquatic Farmhaus. Und das kostet 150 Forschungspunkte.
Das bedeutet, wenn wir jetzt genug Kinder haben, genug Arbeiter. Oh, Unemployed 5, das ging aber schnell, habe ich gar nicht aufgepasst. Würde ich doch einfach sagen. So, das ist unsere Forschungsmeile. Im Gegensatz zu unserer Bundesregierung ignorieren wir nicht jahrzehntelang die Wissenschaft, sondern wir arbeiten mit der Wissenschaft. So muss das. Traut mir, das ist besser. Immer schön pflanzen. Ah, schön macht ihr das. Das Lager füllt sich. Wir bräuchten ein neues. Ja, und ein neues Warenhaus brauchen wir auch. Und zwar für Planken. Würde ich. Das hier ist noch zu teuer. 80 Planken. Könnte man das auch schon mal planen, aber das muss ich auch erst freischalten. Ich mag es halt nicht. Später hat man alles zugebaut mit Storage und dann. Ja. Ich mache hier einen ganz kleinen Cut. Ich gucke mir kurz mein Gebäude an. Vielleicht baue ich hier auch ein Design-Gebäude aus meiner Design-Series hin. Bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. Weiter geht's. Und zwar nichts Spektakuläres. Ich habe ein Video, das werde ich auch verlinken. Oben jetzt rechts als Infokarte wirst du es sehen. Eins von meinen Designs. Ich kann es jetzt nicht komplett platzieren, weil mir die Plattform fehlen. Und die Deko-Elemente. Aber ja, das wird später sehr gut aussehen. Hier kommen noch Dachterrassen drauf. Und ein bisschen Deko. Hier auch ein bisschen Deko. Und das muss später weichen, das Lagerhaus. Ja, wird dann halt abgerissen. So ist das halt. Muss auch sein. So, can't get all... Oh, ja. Ich sehe, warum du die Materialien nicht bekommen kannst. Denn uns fehlen aber 13 Planken hätten wir. Was ist denn mit Treppen? 70 Wissenschaftspunkte, ein Holz, 4 Planken. Wir könnten hier rüber. Das würde uns überbrücken, bis das hier alles gewachsen ist. Das dauert nämlich eine ganze Weile. Und hier kommt ihr nicht dran, oder? Weil hier alles zu ist. Dann drehen wir den Spieß mal um. Und zwar so. Dann würde ich doch glatt behaupten, ich möchte auch an diesen Bestand hier hinten, also die Treppen, die brauchen wir sowieso. Die sind sehr wichtig. So. Und dann können wir hier auch abholzen oder später auch Chestnuts. Gut, haben wir da oben dann. Dann bauen wir hier noch 3 Holzfäller. Was soll's. So, wir markieren das als sehr wichtig. Das hier auch. Wir sind gespannt, ob das aufgeht oder ob unser Holz immer direkt verbraucht wird. Wird es nicht. Sehr schön. Von daher, ah, ist schon fertig. So, und da schwimmen sie. Sieht immer cool aus, wenn die schwimmen. Na? Bleibt der nächste Biber? Da kommt er. Schaut sich an. Süß, oder? Ah, schön machst du das. Wascht er sich im Wasser? Nee, hat er gearbeitet. Hier, das sieht auch etwas blöd aus. Wir müssen hier verbinden. Eigentlich brauche ich hier einen direkten Weg hin. Aber ist nicht. Ne? Ist nicht. Das ist jetzt hier verbunden. Ja, die Reichweite. Das reicht aber völlig. Das ist okay. Möchten wir hier noch reinbauen? Hier später mit Dynamit vielleicht. Wenn wir hier unten stauen, kann man das hier später noch abreißen und das Wasser nachher hier stauen. Okay. Oder hier mit Dynamit und dann läuft es hier runter. Und dann könnte man es ganz da unten aufstauen, hätte man 2 Flüsse. Geht auch. Coole Map. Viele Möglichkeiten. Und hier auch noch, ne? Dynamit. Hier aufstauen, hätte man hier auch noch alles voll Wasser. Und hier, ja, Metallmine, wenn man das möchte. Ah, keine Arbeit. Sehr schön. Habe ich wohl vergessen zu markieren. So. Da hier alles abgeholzt ist, weg damit. Hier forsten wir später wieder mit Natur auf. Wenn mal alles mit Wasser. Wenn wir hier Wasser haben, etc. pp. Ihr wisst schon. 16 Biber, 2 Kinder. Raum ist besetzt, 5 Wissenschaftler haben wir jetzt.
geht das ratzfatz, ne? Die Plattform würde ich dann freischalten. Denn, wie gesagt, irgendwann kommt hier unser Waterwheel. Und dann kommt auch hier ein Pfad hin. Und Power, Straight Power Shaft bauen wir dann. Stück für Stück. Kommen die dann über diese Treppe hier ran? Nee, das ist dann zu weit weg. Wir müssten noch ein paar mehr. Ist aber blöd, dass die dann ganz außen rum müssen, ne? Die müssen hier rüber, dann. Nee. Dann baue ich lieber hier Treppen. Hier einen Zugang. Und dann können die hier an den Wasserrädern arbeiten. Priorität würde ich sagen, das hier kommt zuerst, neutral. Das hier zuletzt. Und dann haben wir einen Biber. Das klingt nicht nach viel, aber einen Biber wieder frei, der für Energie sorgt. Dann ist, muss, dann brauchen wir ja keinen Pumpernickel. Pumpernickel, oh Mann. So, was ist das weitere Vorgehen? Habt ihr eine Idee? Dieses Storage, genau. Hier würde ich sagen, kommen auch wieder Berries und Karotten. Und hier wollen wir Empty Storage. Könnt ihr dann umlagern. Staffel 2, Lockpile, den reiße ich ab. Da ist eh nichts mehr drin. Dann würde ich den hier platzieren. Und das hier reiße ich ebenfalls ab. So. Sieht das schon viel sauberer aus. Und wir haben umgebaut. 60 Holz haben wir schon nieder. Das geht ratzfatz. Diesen Pfad brauchen wir nicht mehr. Ist obsolet. Und ja. Was kommt als nächstes? Mehr Gebäude, würde ich sagen. Und das hier aufgebaut. Hier ist ein schönes Campfire. Möchte ich da irgendwo Gebäude haben? Ich würde sagen, hier noch eine kleine Siedlung. Wenn man es denn Siedlung nennen kann. Wie baue ich das? Ich bin noch unentschlossen. Hier möchte ich nachher frei haben. Das Distriktcenter etwas versetzen vielleicht. Der Grill kann dann auch eventuell irgendwo anders hin. So, hier würde ich sagen, hier kommen nur Planken rein. Weed. Weeded Planks. Planks. So. Da möchte ich nur Bretter haben. Wasser könnten wir auch noch einen Tank bauen. Wobei, wenn wir Getriebe herstellen, könnten wir einen großen bauen, ne? Aber das, ne, ich investiere lieber noch in Wasser. Und immer mehr Biber. Ich glaube, eine Wasserpumpe reicht ungefähr für 20 Biber. Das heißt, wir bräuchten auch bald eine neue Wasserpumpe. Sicher ist sicher. So, dann baut ihr bitte zuerst diese Treppe. Die ist wichtig. Den Rest könnt ihr später bauen. Da oben die Gebäude, die haben keine Priorität. Und das hier bekommt auch noch höher, denn die ersten Bäume wachsen. Und dann können wir hier wieder abholzen. Und hier die drei lasse ich stehen. Beziehungsweise die paar Bäume hier. Das mache ich weg. So. Denn dann renaturiert sich das Ganze wieder von selbst. Das Einzige, was uns stört, sind diese Baumstumpfe. Was die Mehrzahl von Baumstumpf? Baumstumpfe. Baumstümpfe. So. Und dann können wir das Ganze wieder abreißen und dann. Tada! Man muss es nicht markieren mit Ressourcen. Ne? Wie heißt's? Mark Resource of Demolition. Ja, irgendwelche Ressourcen zum Entfernen markieren. Oder Büsche oder Bäume, wie auch immer. Egal. Okay. So lassen wir das erstmal. Unser Förster. Eigentlich wollte ich in die Richtung auch noch was tun, ne? Egal. Er kann aber. Er könnte. Bäume. So, damit das ein bisschen für Natur sorgt hier. Ein bisschen natürlicher aussieht. Noch ein, zwei Beeren. So. Das könntest du bitte tun. 373 Wissenschaftspunkte. Was machen wir denn als nächstes? Ich denke, wir müssten mit den Getriebe voran, ne? Das bedeutet Power, ne, nicht Power. Holz, Getriebewerkstatt. 100 Wissenschaftspunkte. So, und sobald das fertiggestellt ist, was hier der Eingang? Hier.
So, nicht vergessen. Bitte sehr hohe Prio. Macht das Wasser. Es geht nämlich. Na gut, wirklich runter geht's nicht. Kann auch am Wassertank liegen, ne? Setzen das auch mal hoch. 9,55, das dauert auch noch ein wenig. So, wir können hier aber wieder mehr Arbeiter einsetzen, denn wir haben wieder Arbeitslose. Immer sehr gut, wenn man Arbeitslose hat im Spiel. Sonst noch irgendwas? Die würde ich sogar abreißen, denke ich. Das lassen wir einfach. Die werde ich nie wieder brauchen. Darum geht gut voran hier. Von daher. Karotten, Quilled Potatoes, 108 werden hier gelagert, weil ich hier nichts freigegeben habe. Ne? Ich sage hier Known und hier sollen Quilled Potatoes möchten wir hier haben. Gegrillte Kartoffeln, gegrillte, nee, möchten wir nicht. Gut, lassen wir das. Dann werden wir hier wieder sagen, bitte nicht mehr. Oh, was war das? Oder hatte nur jemand kurz Hunger? Okay. Pflanzen. Nicht mehr pflanzen. Somit sieht das auch wieder natürlicher aus. Und jetzt wird das alles in Ruhe gelassen an diesen Stellen. Und kann dann wachsen. Und hier haben wir wieder Baumstümpfe. Da kümmern wir uns drum. So. Sehr schön. Okay. So gefällt mir das. Sieht's ja aus. 9 von 50. 50. Weite Wasser. Oh, Holz ist alle. Hier keine Bäume, doch. Ah, hier muss ich auch noch markieren. Nicht vergessen. So, die drei hier hinten noch. Hier konnte nicht gepflanzt werden, weil hier ein Baumstumpf war. Also machen wir das so. Und hier hatten wir Maple. Okay. Gepflanzt. Ist okay. Ist in Ordnung. Wasser bleibt stabil, aber es wird Zeit, dass ihr jetzt... Ich bekomme kein Holz. Ach, weil ich hier... Okay. Ist ja logisch. Ist doch logisch. So, hier reichen dann noch erstmal zwei. Und dann machen sie sich an die Arbeit. Geht doch. Die sind schon gewachsen, deswegen habe ich die gepflanzt, die... Wachsen deutlich schneller, wie man sieht. Die brauchen 9 Tage, dann 12, 30 und 24 Tage. Wenn ihr euch wundert, wo das ich immer herkommt, 20 und so weiter, das ist, ja, ne? Saarländisch. Das bekommt man nicht so schnell raus. Ich versuche es. Mehr und mehr Richtung klarem Hochdeutsch. Für den Kanal. So, die Baumstumpfe, die werde ich wieder rasieren, entfernen, zerstören. Okay. Würden wir im realen Leben natürlich nicht tun, ne? Natürlich das Habitat für Insekten und so weiter. Spielt auch eine große Rolle. Okay. Und hier, oh, hier war schon ein... Ja, ihr wisst, was ich meine. Gewachsen. Komm nicht auf nach dem Tannenbaum. Ah ja. Wir haben sehr viel Weed. Wir müssten das so langsam verarbeiten. Dazu bräuchten wir aber wieder mehr Biber. Und ich sagte, ich möchte irgendwo was platzieren an Gebäuden und habe es nicht mehr getan. Das ist natürlich sehr gut. Es wird Zeit dafür. Aber das Holz ist knapp. Ja komm, wir machen erstmal das fertig und dann abplanen könnte ich ja schon mal. Mache hier noch einen mehr auf und hole einen Wissenschaftler raus, weil die Wissenschaft 2 sogar. Das läuft nämlich im Moment echt gut. Ich hätte jetzt gerne mehr Holz, denn hier haben sie alle Hände voll zu tun. Hier wächst alles jetzt nach und nach. Muss jetzt schnell gehen. Wir schneller vorankommen. Währenddessen kann ich mir Gedanken machen. Ich hätte gerne dann hier noch einen Weg. Und dann könnte man hier vielleicht
sowas bauen? Nö, nee, das finde ich blöd. Finde ich blöd. Dann hier noch drei. Nee, nee, nee. Hier kommt Tempel alles hin, denke ich. Oder später hier. Das lassen wir. Das Ding jetzt leer? Ja, okay. Denn ich würde einfach sagen, hier Deko. Hier, das lasse ich als Deko. Auch einen anderen Platz dafür. Ich würde sagen, ich platziere hier noch. Auch blöd aus, wenn ich die hier platziere. Ihr denkt euch wahrscheinlich, Mann, setz doch einfach das beschissene Haus. nö, es muss ja auch visuell ansprechend sein. Okay, ich setze die einfach hier. Hier kommt dann irgendwas an Deko hin. Hier ist schön Natur. Lass uns mal. Sind ein paar zu viele Beeren für meinen Geschmack auf einem Haufen. Kommt der Förster bis da hinten hin? Ne. Der Mark Forster kommt da nicht hin. Das heißt, wir müssen auch temporär später einen Forester nochmal setzen. Der kostet ja nichts. Wobei ich sagte, hier soll noch Farmland hin. Richtig. Wobei wir alles an Nahrung haben. Und später, was brauchen wir noch? Wir können pflanzen. Lasst uns schauen. Ne, Cattail und Spatterdog wird im Wasser gesetzt. Brauchen hier nichts. Also. Vielleicht. Ne, ne, ich lasse es. Komm, egal. Nicht so viel denken. Wir sehen erstmal, wie das mit der Nahrung wird. Aber dieser stört definitiv. Der muss da weg. Okay, hier ist das erste Wasserrad fertig. Sehr schön. Das bedeutet, wir können jetzt Stück für Stück Bauerschaft bauen. Und hier habe ich gefailt. Das war dumm. Das hat natürlich höhere Priorität. Wasserrad ist ja immer noch sehr niedrig gesetzt. Dann werden noch Häuser gebaut. Damit wir wieder mehr Arbeiter bekommen. Arbeitsbiber. Und die trocknen leider aus. Weil hier kein Wasser mehr ist. Also haben wir schon einen guten Job gemacht, dass hier ein bisschen Wasser gestaut ist, dass wir abpumpen können und alles, ja, feucht bleibt, ne? Bewässert. Und hier hat sich die Lage jetzt beruhigt. Hier wachsen gleich wieder welche und die Maples, die dauern dann noch eine ganze Weile. Ja, es wird dann dauern mit dem Holz. Also ist das Holz jetzt alle. Okay. Lass ich das vielleicht dann vorspulen. Wir hätten ja hier, hätten wir nicht abreißen müssen. Wenn man vorher dran denkt, ne? Das soll ja nicht sein. Ich markiere mal einzelne Bäume. Wenn nicht alles abgeholzt wird. Kann das immer schön nachwachsen und dass ich hier einen Förster brauche. So. Los geht's. Und dann kann man die wieder schließen. So, sehr schön. Und die Dürre ist zu Ende. Wir bekommen wieder fließend Wasser. Und sehen dann, wie viel PS denn unser Wasserrad liefert. Und dann können wir uns auch kümmern um die Getriebewerkstatt. Haben wir ja schon freigeschaltet. Die käme dann hier nebendran. Aber das hier muss noch erledigt werden. Dazu brauchen wir auch Holz. Jetzt kommt Holz rein. Here we go. Geht doch. Sollte ich vielleicht hier noch einen kleinen Pfad? Ist nicht. Hätte ich anders bauen sollen, vielleicht. Aber auch nur vielleicht. So, der hat eine so hohe Reichweite, das Farmhaus mittlerweile. Vorher auch stärker begrenzt, denke ich. Ich könnte das ja auch einfach anders platzieren, ne? So teuer ist das Gebäude nicht, aber es ist im Moment noch sehr viel gelagert. Würde ich ungern wegschmeißen. Von daher ist Connect. Oh. Ja. Bin auch eine helle Leuchte, ne? Vergessen. Vergessen. So, und zwar auch wieder. Was haben wir hier freigeschaltet? Hier sagten wir Bretter, ja? Ja, hier sind Bretter.
Ihr gebt Berries. Ich würde sagen, nee, keine mehr. Irgendwann sind die leer. Karotten. Und hier kommen dann gegrillte Potatoes. Und dann passt das. Hier keine gegrillten Potatoes, sondern Grilled Chestnuts später. Irgendwann einmal. Und was möchten wir hier? Hier möchten wir lass mal schnell laufen. Planken, 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 Planken habe ich da jetzt schon. Hier war das, ne? Ja. Was sind denn Getriebe? Bin ich blind? Hier. Getriebe. Okay, so kann man das lassen. Getreide werde ich nicht einlagern. Da wird nur das fertige Produkt eingelagert. Macht sich besser. So, ein Biber arbeitslos. Und was liefert es? Ah, 80 Horsepower, das reicht. Wir reißen das hier ab. Das hier auch. Das hier muss entfernt werden. Und Holzgetriebewerkstatt. Und ab dafür. Und ein Powershaft fehlt uns noch. Also eine Übertragungswelle. Gerade Welle. So. So passt das. Und sobald wir genügend Getriebe haben und hier endlich mal wieder. Tada, hier wachsen sie schon wieder. Also hier zwei. Hier zwei reicht. Hier reicht einer völlig. Viele. Ah, ja, komm. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Hier wächst ja einiges nach. Ja. Dann kann man die ruhig abholzen, die großen. Und die Baumstumpfe, die kommen dann auch wieder weg. Irgendwann. Okay. So passt das. Hohe Priorität bitte. Wenn ihr wieder Holz habt. Los. Dann hier die 15 Holz. Ah, die Gebäude werden ja auch noch gebaut. Stimmt. Gerade. Zack. Okay. Dann können wir die schon mal abreißen. Ja, bitte. Ist noch eins. Ein Stück Straße. Pfad. Wissenschaftspunkte 860. Das geht doch gut voran hier. Was schalten wir als nächstes frei? Aber ich sehe schon wieder, wir sind schon wieder über den 20 Minuten. Die Leute gucken nicht gerne Videos über 20 Minuten. Von daher werde ich das wieder splitten. Wir machen hier einen Cut und ich sehe euch in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.